Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge hier zu unserem World of Subways. Wir sind heute auf der Rückfahrt von Rudo nach Rathaus-Spandau auf der Linie U7, um das Ganze jetzt gebürtig hier noch den Abschluss zu finden von unserer U-Bahn-Woche, die wir ja nun spontan mal einberufen hatten, mit dem Microsoft Train Simulator World of Subways, OMSI, ja, überall sind wir ein bisschen U-Bahn gefahren. Allerdings heute mal mit dem, so wie er hier in World of Subway betitelt wird, F90. Und das wollen wir uns heute mal anschauen, denn die Fahrweise ist hier doch einen kleinen Tick anders. Aber von daher schauen wir uns das Ganze, wie gesagt, jetzt mal an. Und erstmal vielen, vielen herzlichen Dank für all eure Kommentare. Das ist Wahnsinn. Ich komme hier wieder nicht rein. Das ist jetzt wieder graus. Manchmal hast du hier echt Probleme. Da kommst du hier nicht rein. So, dann müssen wir mal von Weitem springen. Ja, wunderbar. So, optisch natürlich sieht es echt klasse aus. Also auch hier kann sich das absolut sehen lassen. Ja, ich habe es ja schon in der ersten Folge gesagt gehabt. Und ihr habt es natürlich auch in die Kommentare gepostet, was ich persönlich sehr, sehr genial finde, dass von euch immer noch so, ja, auch die älteren Simulationen immer noch so ein bisschen gefallen finden. Finde ich persönlich sehr geil. So, wir schließen jetzt erstmal alle Türen, haben soweit ja hier schon alles aufgerüstet, soweit. Wir müssen jetzt nur noch gucken, dass wir so machen, so Richtungswenden, also nach vorwärts geht's natürlich, ja. Jetzt müssen wir hier noch die Tab-Taste drücken. Ihr seht, der Bremsdruck, ja. Und jetzt dementsprechend noch die Siefer besteht, also den wie heißt der, Totmannsschalter, keine Ahnung, Totmannsknopf drücken und dann geht's auch schon los. Ah, der Typ A fährt sich da ein bisschen simpler, ein bisschen einfacher halt, ne? So, ich muss mal gucken. Ja, Ton passt jetzt ja auch. Wundervoll. Das war ja eben gerade, weil das alles viel zu laut. Trotzdem habe ich das mal am Anfang der Folge mitbekommen. Sonst wäre es echt ärgerlich gewesen, wenn du hier aufnehmen bist und das Ganze, ja, wenn ihr mich nicht versteht, macht es halt wenig Sinn. Ja. Achso, ja, Licht wäre vielleicht noch sinnvoll. Licht auch noch an. So. Und jetzt geht's los, wie gesagt, in Rudo. Ja, wie gesagt, in euren Kommentaren habt ihr reingeschrieben, wie euch das Ganze gefällt. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das noch irgendwer schaut oder so. Aber bei vielen sind tatsächlich doch die Erinnerungen hochgekommen. Ja, das ist verständlich, ne? Die Simulatoren waren ja auch nie schlecht gewesen. Genauso wenig wie der Microsoft Train Simulator, ja, den ich ja heute noch abgrundtief feiere. Zug nach Rathaus-Spandau. Einsteigen bitte. Also den feiere ich ja heute immer noch. Und was soll man da noch sagen, groß? Es ist halt eine super Simulation. Ja? Und auch World of Subways, ihr habt ja auch zum Beispiel geschrieben, ja, ihr fand es halt schade, dass die Menschen sich nicht bewegen, dass es halt einfach nur Leute da sind, die einfach nur dastehen, ja. Ab World of Subway 3 bewegen sich wohl die Leute halt auch, habe ich gar nicht mehr so groß im Kopf tatsächlich. Die steigen sogar dann auch in die U-Bahn ein, weil wenn wir jetzt hier mal so langlaufen, sehen wir halt, ja, alle Waggons sind natürlich leer. Das sind so kleine Sachen, auf die ich nie so wirklich groß geachtet habe. Und ja, aber euch ist das halt alles aufgefallen und das finde ich eine Klasse, wenn man sich hier so ein bisschen immer noch so ein bisschen unterhalten kann über diese Simulatoren halt. Und auch der ein oder andere schrieb dann halt so, ja, TMS Rudo hätte hier bei World of Subways bleiben sollen, vielleicht hätte man da noch ein bisschen mehr rausholen können. Deswegen war mir das halt wichtig gewesen, dass ich das Ganze mit dem Microsoft Train Simulator nochmal zeige, um halt einfach die Vorgeschichte von World of Subways zu zeigen. Und das ist mir eigentlich relativ gut gelungen. Ja, 4:3 Format ist natürlich jetzt nicht jedermanns Sache. Auch sah es ein bisschen wie Minecraft, auch so pixelig. Aber im Großen und Ganzen ist es doch ein schönes Autsch. Zurückbleiben bitte. Ein schönes Projekt geworden. So. Und abfahren bitte. Ach so. Ja, ich bin ausgestiegen. Ich bin ausgestiegen. Ja, da hat er. Wollte nicht so ganz. Aber jetzt dafür. Ja, wenn du aussteigst, ne, dann klappt es nicht so ganz zu 100%ig. So, los geht's, Leute.
Ihr habt natürlich auch geschrieben, ja, macht es nicht in 4K, wir können es nicht lesen. Ihr müsst es ja eigentlich hier in der Regel auch nicht lesen. Ja, da steht halt nur wirklich so kleine Details halt drin, wann, wie, wo, was kommt. Ja, das ist für mich halt, Mann, was ist denn das? Wieso stoße ich denn jetzt hier gegen das Mikrofon hier? Darf doch nicht wahr sein. Zwickauer Damm. Ausstieg links. Ja, ein bisschen zu langsam fahren wir hier rein. Ja, hier muss man ja auch erstmal wieder dran. Ja. Zug nach Rathaus Spandau. Reinfummeln hier. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Ja, immer versuchen den Fahrplan hier natürlich noch zu halten und alles sowas. Das wäre ja großartig, wenn wir das Ganze so hinbekommen. Ja, also deswegen, also ich fand es dann halt auch klasse, dass wir das Ganze in 4K aufnehmen können. Ja, dass ich das Ganze in 4K auch hochladen kann. Das waren natürlich Mega-Dateien, ne? Aber man kann sagen so, hey, Leo hat es geschafft, der nimmt das Ganze in 4K auf. Wenn man schon einen 4K-Monitor hat, dann sollte man ihn auch irgendwie benutzen, finde ich. Wutzki-Allee. Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Ja, man muss da den perfekten Punkt finden. Ja, sieht man nicht so auf Anhieb. Aber das Ding jetzt zum Beispiel noch mit Track. Ah ja, das wäre ja super, wäre das. Aber naja, gut, okay, dafür, dass es halt so eine Simulation ist, darf man das jetzt nicht einfordern oder sowas. Ja, funktioniert ja. Lipschitzallee. Auch kam in die Kommentare so von wegen, ja, ich habe immer ein rotes Signal vor der Nase. Ja, wie gesagt, vorausschauende KI irgendwie deaktivieren, das hilft wirklich. Weil das ist permanent, das ist so lästig. Manchmal stehst du dann halt wirklich an dem Signal gefühlt einfach so 20, 30 Minuten, bis da irgendwann mal was passiert. Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Das habe ich selber gemacht, gerade wo ich ja den... Ja, wo ich ja so ein bisschen mich so reinfummeln wollte in der Thematik mit U-Bahn und sowas, weil ich mich ja, wie gesagt, ja in der letzten Folge habe ich es ja erwähnt gehabt, mich ja bei der BT beworben hatte als U-Bahn-Fahrer und ich eigentlich so nicht wirklich wahrhaben wollte, dass ich eine Rot-Grün-Schwäche habe und alles was. Am besten bietet sich da halt immer an, solche Tests irgendwie zu machen und das funktioniert eigentlich ganz gut, aber... Mir ist hier schon in der Simulation halt aufgefallen, dass ich das immer so relativ spät sehe, ja, so, was denn so grün und gelb halt ist, ja, so rot und grün, okay, das ist klar. Johannisthaler Chaussee, Übergang zum Metrobus. Ausstieg links. Ausstieg links. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte.
Ja, und tatsächlich ist mir das hier aber schon in der Simulation halt dementsprechend halt auch schon aufgefallen, dass mir das echt schwer fällt, die Farben hier irgendwie so auseinanderzuhalten. Und ja, es vielleicht von daher gar nicht so verkehrt wäre, wenn ich mich halt wirklich weiterhin auf Straße konzentriere halt. Ja. So im Straßenbahn, Bus eventuell. Weil da kann ich es ganz gut erkennen. Aber hier hast du halt wirklich diese kleinen LED-Anzeigen und das, da fällt es mir dann schon wirklich echt schwer, denn. Ding, ding. Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. So, wir haben auch eine andere Tageszeit, deswegen stehen hier auch deutlich mehr Fahrgäste bitte. Hier auf den Bahnhöfen. Aber es ist halt schon deutlich anders. Ja, ich habe ja, wenn man sich jetzt wirklich den von Microsoft Train Simulator anschaut und sich jetzt hier World of Space anschaut, das sind Welten dazwischen. Aber ich habe ja auch in Microsoft Train Simulator, dass das Ganze schon echt wirklich 15 Jahre her ist. Das ist Wahnsinn. Schnell die Zeit so vergeht, ja, wirklich. Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Kämpfen wir gerade so ein bisschen mit dem Fahrplan. Das ist schon ganz schön knapp hier alles. Das ist schon sehr knapp hier alles, aber sollten wir eigentlich alles hinbekommen ohne Probleme. Ja, aber der F90 hier, na, das ist schon Schmuckstück. Leschko-Allee. Ausstieg links. Oh, wir liegen scheinbar gut in der Zeit, denn unser Abfahrtsignal blinkt noch nicht. Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. Jetzt blinkt's. Zurückbleiben bitte. Zack, zack, zack.
Aussteig links. So, wir wollen ein paar mehr aussteigen. Über 100 Leute. Das ist natürlich schon eine ordentliche Zahl. Ha. Zurückbleiben, bitte. Steht links. Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Ja, im U-Bahn-Bereich seht ihr ja, also vielleicht seht ihr das, wenn ihr vielleicht um 4K guckt oder sowas. Dürfen wir immer am Bahnhof nur mit 40 km/h einfahren. Sonst würde es die Zwangsbremsung geben hier. Da halten wir uns ja nun in der Regel immer dran, brav. Ja, so wie es gehört. Ja, nächste Woche geht es dann natürlich weiter ganz normal und wieder mit Bussimulator, Omsi, Lotus. Mal schauen, was da noch so auf uns wartet mit dem Ganzen. Karl-Marx-Straße. Aussteig links. Boah, hier wollen wieder haufenweise Menschen einsteigen. Wahnsinn. Ja, 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 Leute, so ist das. Aber hat Spaß gemacht, es war mal eine schöne Abwechslung gewesen. Hab jetzt dementsprechend noch eine neue Playlist hier angelegt, ja, für so Simulationen, die wir jetzt nicht so oft spielen werden. Mal gucken, was ich da noch so finde, was man mal so schauen könnte. Wie gesagt, auch wenn ihr natürlich Ideen oder Vorschläge habt, ja, so zwecks so ÖPNV-Simulationen, dann nutzt da die Kommentarfunktion, schreibt es unten rein. Ja, ich werde da mal gucken, ob ich es mir dementsprechend mal anschaue. Wie gesagt, auch habe ich ja vor, mal seit längerer Zeit mal wieder Zusi mal wieder aufzunehmen. Aber ich will halt nicht immer die gleichen Aufgaben spielen. Ja, das wird auch ein bisschen langweilig auf Dauer. Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. Rathaus Neukölln.
Zurückbleiben, bitte. Außenkamera. Okay, das wusste ich gar nicht. So, hier war 45 tatsächlich. Erstmal konnte ich erstmal weggefahren mit. Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. Einsteigen. Zurückbleiben bitte. So, geschafft. So, hier, wenn wir jetzt hier zum Beispiel O drücken. Ausstieg links. Ja, das kennen wir ja schon, ne? Das ist den Südstern in. Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Witzig ist, der Tacho zeigt jetzt hier 30 an, ja, wenn ich so rüberlinse auf meinen komischen Apparat da, auf meinen Streckenmonitor, zeigt er 25 km/h. Und so habe ich es halt auch eingestellt, ne? Steht links. Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. Ja, einsteigen. Zurückbleiben bitte.
und da kommt schon wieder eine Geschwindigkeitsbeschränkung. Nein. Ausstieg rechts. Das war's. Bitte. Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. So, nach Rathaus Spandau. Hopp, hopp. Zurückbleiben bitte. So, und nun dürfen wir wieder Vollspeed. Möckernbrücke, Übergang zur U1. Ausstieg links. Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Auf jeden Fall, wie gesagt, habt ihr jetzt die Hin- und die Rückfahrt jetzt gesehen hier von Wirtus-Hopway 2. Wie gesagt, ich kann den Teil absolut empfehlen. Klar, Berlin und so, ne, meiner Hauptstadt und so, ne, wisst ihr Bescheid. Aber auch die anderen Teile von Wirtus-Hopway, könnt ihr euch so in etwa genauso vorstellen, auch von dem Grafischen. Hat sich da auch nicht, ist das Ganze nicht wirklich hässlich gealtert. Ja, der vierte, der neueste Teil, ja, mit seiner Story ist ein bisschen eigenartig. Aber es sieht wirklich hübsch aus. Jörgstraße, Übergang zur S-Bahn. Ausstieg links. Aber ich würde fast behaupten, wenn man es halt auch einmal durchgespielt hat, dann hat man da auch erstmal alles gesehen soweit. Aber so wie jetzt hier World Subways. Ja, das hole ich schon öfter mal nochmal vor, installiere das Ganze, ist ja auch nicht so groß. Und wie gesagt, läuft halt auch auf älteren Systemen noch relativ gut, weil die Simulation ist halt wirklich schon ein paar Jahre älter. Aber nimmt sich jetzt von den neueren Simulatoren, die wir jetzt ja aktuell so vom rein optischen her, nicht viel. Ja, also da muss man schon sagen, da haben sie eine gute Balance gefunden.
Eispark. Ausstieg links. Einsteigen bitte. Ja, aber viele ein- oder aussteigen, na, das kann ja jetzt eine Weile dauern. Fast 200 Leute, die ein- oder aussteigen wollen. Also Gleispark hier ist die Zähne. Zurückbleiben bitte. Wieder so ein Gebiet, so, was ich persönlich wieder sehr gut kenne, weil ich da jahrelang gearbeitet habe. Bin ja mal gespannt, was so echt so die Zukunft so mit sich bringt, was wir Simulatoren wie hier noch irgendwann mal spielen dürfen. Zum Beispiel, was macht Lotus zwecks U-Bahn? Vielleicht haben wir da auch irgendwann mal das komplette Berliner Streckennetz oder zum Beispiel auch eure U-Bahn-Linien von bei euch zu Hause. Das wäre doch mal so eine richtig, richtig coole Sache, oder? Zurückbleiben bitte. BPU. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, steht jetzt BP halt klar für Bayerischer Platz und U steht für unten. Ja, somit müssten meiner Meinung nach hier Bayerischer Platz, fallen nicht mehr U-Bahn-Linien. War so, oder? Zug nach, ich glaube, wenn immer das mit dem U dran hängt, mit dem unten. Also bin ich mir jetzt gerade immer so 100% sicher, muss ich dazu sagen. Also zurückbleiben bitte. Dachte nur so irgendwie sowas mal aufgeschnappt zu haben. Ja, hier passt natürlich, ne? Ich glaube, die U9, die fährt nämlich über uns. Da würde das jetzt mit dem U passen. Geht ja mal, ne? Die Abkürzung BEU jetzt für Berliner Straße. Nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte.
Straße. Ja, einsteigen. Zurückbleiben, bitte. Mensch, Mensch, Mensch. Aber hier ist wirklich so, ja, wenn du auf der Tour bist, musst du noch deine halbe Stunde Pause noch mit einberechnen und sowas. Weil ich glaube, du bist irgendwie viermal hin und viermal fährst du zurück und dann hast du Feierabend. Boah, Leute, und das jeden Tag oder sowas. Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. Das den ganzen Tag lang und das die ganze Woche eventuell noch. Oh. Der U-Bahn-Fahrer unter uns, die können sich ja mal melden, ja, ob das halt wirklich so ist, wie es hier ist. Ja. Dass ich das so etwa vorstellen kann. Ich meine, klar, was soll halt noch anders sein. Ne? Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Und weiter im Text. Ja. Soll ich sagen, morgen gibt es wieder die nächste ÖPNV-News. Ich hoffe diesmal ohne irgendwelche Zwischenfälle in den News. Wer ja so ein bisschen aufmerksam geschaut hat ja bei uns in der letzten Woche. Ja, die News war auf einmal da, dann war sie weg. Ja, wurden wir leider gecopystrikt. Dementsprechend musste ich da jetzt erstmal so ein paar klärende Gespräche führen. Leider blieben die nur einseitig. Ja, weil der andere, weiß ich nicht, keinen Bock hatte, irgendwie sich mit mir auseinanderzusetzen. Deswegen, zumal er mich kennt und ich ihn eigentlich auch kenne, halt von Projekten her. Und nicht ganz so verstanden habe, warum er da jetzt so ein bisschen... Ja, er pocht natürlich auf sein Copyright, Kopierrecht, was er da hat an dem Bild. Und ja, ich meine, klar, selbstverständlich, ja, es... Das ist halt passiert, ne, was soll ich sagen? Ich brauche mich da jetzt nicht rausreden oder sonst irgendwas. Ich selbst bin ja nun in keinem anderen Discord oder sowas, ja. Oder, also ich beziehe meine News halt größtenteils über die Webseiten, so über
Facebook und alles sowas, ja. Aber ich bin mit Absicht schon auf irgendeinem Discord drauf, ja, damit halt dementsprechend nichts passiert, ja. Ich da irgendwelche Sachen nehme, die ja eventuell nicht genutzt werden dürfen. Und bei uns auf dem Discord, ja, habe ich da so, haben wir ja so selbst so eigene Klausel mit eingebaut, ja, die da zum Beispiel besagen, dann auch wenn ihr zum Beispiel Bilder bei uns hochladet, dass wir diese auch in den ÖPNV-News benutzen dürfen. Ja, gesagt, getan. Jemand hat das Bild halt gepostet gehabt. Ich habe es für meine ÖPNV-News genutzt und ja. Wilmersdorfer Straße. Übergang zur S-Bahn. Was soll ich sagen? Das ging dann alles ziemlich schnell, denn jetzt hat mein YouTube-Account ein Strike bekommen, wo ich nicht sehr glücklich bin drüber. Einsteigen bitte. Denn das steht jetzt halt die ganze Zeit da. Jetzt sollst du da irgend so eine komische Schulung machen, zwecks Copyright und hast da jetzt nicht gesehen. Boah, Leute. Zurückbleiben bitte. Ist ja nicht so, dass ich nur schon seit 4 Jahren auf YouTube bin, ja, dass ich ja weiß, was ich mache und eigentlich deswegen halt noch nie belangt worden bin wegen so einem Quatsch. Ja, aber er nimmt das halt, oder nahm es halt wohl persönlich und spielt halt noch ein paar andere Sachen eine Rolle, die ich jetzt hier nicht näher erläutern möchte. Und ja, wie es jetzt nun so ist, ja, wurde das Video offline genommen. Bismarckstraße, Übergang zur U2. Ich habe es dann einfach neu bearbeitet nochmal und dementsprechend nochmal neu hochgeladen. Aber ärgerlich ist es trotzdem. Und das waren so meine Freuden dieser Woche. Zusätzlich dann noch den ganzen Stress halt, das Ganze noch aufzunehmen wegen Urlaub und sowas. Ne? Da war ja nochmal so ein bisschen, ja sowieso einiges los halt, ne? Den Montag. Ja, dass das natürlich da alles ein bisschen Zeit gekostet hat. Und dann, ja, ich dann diese E-Mail da bekomme davon wegen, ja, mein Video wurde gestrikt. Sitzt da Stunden dran, ne? Und dann kommt irgendwer daher, macht einen Dicken und ja, sagt dann einfach so, nö, du darfst das nicht benutzen, das ist meins. Das ist ein Bild. Weißt du, wenn ich mich jetzt mal so worüber ich mich persönlich noch so aufregen kann, ist doch schön, okay, ja, es ist sein Bild, ja. Aber wenn es doch sein Bild ist, warum postet er das Ganze denn? Warum setzt er es online? Ist doch logisch, dass da irgendwelche anderen Leute diese Bilder sehen und eventuell dann nochmal auf irgendwelche Webseiten hochladen oder sowas. Nein! Richard Wagner-Platz. Übergang zum Metrobus. Ausstieg links. Das ist immer so ein bisschen das, was ich dann immer an diesen Leuten dann immer nicht verstehe, denn, ja, wenn sie dann irgendwelche Bilder posten, wenn sie sie online stellen, dann sind sie online. Bloß bei ihm hat es jetzt auch noch einen anderen Hintergrund gehabt, aber naja, schweigen wir drüber. Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. Zurückbleiben bitte. Ja, aber das war, wie gesagt, so meine freudige Woche. Deswegen fand ich es ganz gut so, wie es jetzt ist mit den U-Bahn-Videos hier, unsere U-Bahn-Woche. Also man kann es ja eigentlich ja wirklich schon so betiteln, dass es ja eine U-Bahn-Woche ist. Ja, also so viel U-Bahn hat mir schon lange nicht. Einziges, was ich ein bisschen schade fand, ich habe tatsächlich die U4 vergessen zu zeigen. Die hätte man vielleicht nochmal mit reinnehmen können. Dann hätten wir so einen richtig schönen Sektor U-Bahn gehabt, ja. Aber naja, hatten wir ja schon bei uns hier auf dem Kanal. Kann man sich ja nachträglich ja immer noch anschauen. Und ja, die U55 war ja halt nochmal ein Update, ja, weil ich ja da ein Objekt gebaut habe. Ziemlich nice finde. Denn ich stehe auch in den Credits im Handbuch drin. Und das ist eine relativ coole Sache. Dass ich irgendwo mal in so einem Projekt mit drin stehe, das ist schon echt coole Sache. Mierendorfplatz. Übergang zum Metrobus. Ausstieg links.
Aber ihr seht, ich bin abgelenkt. Ich bin abgelenkt. Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. Ansagen komplett verspätet hier. Aber die muss man halt alles ja auch selber machen. Ne? Das ist nicht automatisch. Also das erste Mal, wenn man das erste Mal hier die World of Subway spielt, muss man sich schon so ein bisschen reinfummeln. Das sitzt nicht gleich. Ich habe gesehen nämlich auch bei mir in der Freundesliste, dass sich der ein oder andere tatsächlich World of Subway noch gekauft hat. Ob es jetzt an mir liegt, an meinem Video, weiß ich natürlich nicht. Ja, aber es wird heute immer noch gekauft und das finde ich halt klasse. Das muss unterstützt werden. Müsst ihr mal gucken, vielleicht findet ihr das sogar günstiger auf gamesplanet.de. Von denen, ja, kriege ich nichts, ja, trotzdem mal gerne Werbung für die, weil das ist ein seriöser Case-Seller. Jungfernheide, Übergang zur S-Bahn, Ausstieg rechts. Da könnt ihr natürlich sicher und ohne Bedenken kaufen. Da kriegen die Entwickler auch ihr Geld, das, was ihnen zusteht. Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. Und da dürfte da bestimmt noch ein paar Prozent Rabatt sparen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Aber ich weiß es nicht, also so hundertprozentig. Zurückbleiben bitte. Wo ihr immer gut sparen könntet zu irgendwelchen Sales oder sowas. Vielleicht kommt ja jetzt ein Halloween-Sale, muss man mal gucken. Meiner Meinung nach, wenn ich mich nicht recht entsinne, weil, ich glaube, letztes Jahr gab es einen Halloween-Sale, meiner Meinung nach. Also gab es zu Halloween einen Steam-Sale. Und da bekommt der World of Subways definitiv günstiger. Ich wollte gerade nämlich die Notbremse gerade aktivieren. So, der Jakob-Kaiser-Platz. Nähern wir uns ja schon wieder langsam dem Ende. Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. 14 Haltestellen? Nee, ne? Ich glaube nicht, 14 Haltestellen jetzt nicht mehr ganz. Zurückbleiben bitte. Ich hatte meine Frau früher, das muss auch schon Jahre her sein, eine Betriebsschule gehabt hier, Harlemweg. Also, da habe ich sie immer mit dem Auto hingebracht. Ja! Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. Bio war mal Gentleman und hatte seine Frau mal immer zur Schule gebracht und zurück. Bitte. Damit sie nicht mit der U-Bahn fahren brauchte. Sowas. Ach ja, ist schon schön, wenn man sich dann immer so an bestimmte Orte dann wieder erinnert und dazu dann immer Storys erzählen kann. Das liebe ich. Ich muss sowieso sagen, ich bin, glaube, in der Vergangenheit stecken geblieben. Ja. So die 90er ist genau meine Zeit. Ja. Und anfangs, also die 2000er vielleicht auch noch. Ja, das ist so meine Zeit gewesen, die mir so abgrundtief im Gedächtnis geblieben ist, halt so, ja, so ab
95 bis 2005, kann man eigentlich so sehen. Ja, das war eine richtig geile Zeit gewesen. Alter Falter. Ich meine auch vorher halt schon, ne, und so, aber das war so meine Zeit denn so mit Musik, meine erste Liebe und alles so Quatsch denn, ja. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wenn man dann immer so denkt, so, wie lange das Ganze schon her ist, es ist Wahnsinn. Das ist zum Beispiel auch mit der heutigen Musik. Mensch, ey, das kann ich nicht mehr hören. Was ist das für Musik heute? Das ist unbeschreiblich. Ja, und dann denkst du dir manchmal so, hätte ich schon fast wie mein Vater so. Früher hätte es sowas nicht gegeben. Ja, stimmt. Irgendwo hat er recht, denn, ja. Und dann denkst du dir so manchmal, das gibt's ja gar nicht, ja. Dein Vater hat früher immer so mit dir geredet, ja, und heute redest du selber so, ja. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Wie gesagt, das ist ja auch die ganze Videospielgeschichte. Wenn dann mal ein Kind des Gameboys, ja, des alten Gameboys, ja, oder auch dem Nintendo Entertainment System, ja, wie sich die Spiele heute weiterentwickelt haben, das ist Wahnsinn. Das ist schon Wahnsinn. Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. Ja, wenn ihr natürlich noch mehr alte Simulationen sehen wollt und so, ne, denn wie gesagt, ihr habt da irgendwas, was ihr da mal sehen möchtet, dann schreibt es mal unten rein. Was ich zum Beispiel euch noch empfehlen kann, ist, der Bussimulator 2012, der ist schon auch schon mega alt, der Bussimulator 2012, und kommt auch von TMS Studios, aber die haben da irgendwie den Kniff gefunden, dass der schon auch heute immer noch gut spielbar ist, genauso wie der Citybus Simulator, ja, den sie ja gemacht haben. Da gab es ja einmal den in New York mit DLC Usedom. Ja, das ist auch schon eine ziemlich coole Sache. Und ja, München haben sie ja auch gemacht. Citybus München. Da kannst du halt auch die Linie 100 fahren mit dem MAN und so. Also das, was wir heute jetzt für OMSI bekommen haben in diesem Jahr, das hatte TMS Studios vor, weiß ich wie viele Jahren schon, als eigenständige Simulation entwickelt. Aber halt auch nicht schlecht, ne? Und ja, die Grafik kann sich auf jeden Fall durchaus noch sehen lassen, ja? Und die Performance halt. Das, was mich halt immer persönlich immer mega stört an TMS Studios Produkten, das ist halt permanent. Sie versprechen immer irgendwelche Mod-Funktionen, Modbarkeit und hast du nicht gesehen? Und dann kommt das raus und das Einzige, was du machen kannst, ist irgendwelche Repaints erstellen oder sowas. Ja, das ist für mich, klar, es ist eine Mod, das ist aber nicht das, was ich haben will. Ja? Also sowas wie OMSI halt so. Gib mir einen Karteneditor für irgendein Spiel und ich baue euch was. Ja? So, und dann siehst du halt, wie sich das Ganze dann so langsam entwickelt. Und das ist nämlich der Clou hinter Lotus. Ja? Ich meine, wir haben ja erst Lotus veröffentlicht. Und relativ zeitnah kam dann schon der Map-Editor, weil sie ganz genau wissen, wenn die Leute den Map-Editor haben, dann bauen die da und bauen und machen und tun. Und guckt ihr da heute an, ja, wo Lotus immer noch in der Early Access heute ist. Ja, das ist, wie viele Karten es einfach gibt und alles sowas. Steht links.
Ja, das ist auf jeden Fall lang. Phasis hatte mir auch geschrieben gehabt, so, weil hier spiele ich hier ohne Probleme das Ganze hier eine Stunde und sowas. Habe ich beim Train Simulator auch gemacht. Bloß, wenn man schon selber Aufgaben erstellen kann, dann versuche ich sie halt immer relativ kurz zu halten. So, ne? Eine Stunde ist schon eine lange, sehr, sehr lange Zeit zum Aufnehmen. Und für euch natürlich eine sehr lange Zeit zum Schauen. Und dadurch, dass ich das Ganze nicht cutten möchte, ja, weil ich das blöd finde, wenn ich halt mittendrin das Ganze cutten muss und ihr dann mittendrin dann immer dann irgendwo weiterguckt, ja, das ist nicht realistisch halt. Ja? Also, schaut mal das Ganze entweder in einem Rutsch oder ich nehme es zum Beispiel in einem Rutsch auf halt, ja, dann ist es fertig. Ich weiß, dass ich es abgeschlossen habe und dann ist es finito und so, haben nichts mehr mit zu tun. Und ihr könnt ja dann halt die Videos ja gucken und dann einfach unterbrechen. YouTube sollte es eigentlich schaffen, das Ganze zu speichern, sodass ihr das Ganze ja dann dementsprechend ja nochmal, wenn ihr das nächste Mal weiterschaut, an der Stelle weiterschaut, wo ihr aufgehört habt und so. Ne? Und dann, aber wie gesagt, halt, ich kann jetzt hier nicht 5 Stunden am Stück aufnehmen. Ja? Das ist too much halt. Ja? So, wir sind schon so gut wie in Spandau. Zitadelle. Boah, letztens über die Heerstraße gefahren. Mein Gott, was ist da los, ey? Richtung Ostsee raus. Hatten so ein Navi Ausstieg rechts über die Heerstraße geschickt, weil Stadtautobahn full. Ne? Und es war Chaos gewesen. Zug nach Spandau. Einsteigen bitte. Wo huste ich denn jetzt so? Zurückbleiben bitte. Naja, siehst du. Da haben wir noch ein bisschen gequatscht. Dachte schon, das wird eine ruhige Folge. Nein. Ich versuche ja schon immer zu quatschen, aber dann kommen wieder so Kommentare. So, im Bio ist immer nur am Quatschen. Halt doch mal die Klappe. Was? Altstadt Spandau. Das ist halt gemein so. Ne? Der eine will lieber das und der andere will das. Aber ich kenne Let's Plays halt so, dass man dazu kommentiert, so kenne ich das, weiß ich nicht, vielleicht gibt es mittlerweile auch YouTuber, die nichts sagen, aber dann sollten sie auch keine Videos machen, finde ich. Das ist doch gerade das Ding, warum ich damals YouTubes Videos geschaut habe, Let's Plays geguckt habe, weil sie sich halt immer so über Themen unterhalten haben und alles sowas. Ich fand es immer putzig. Damals weiß ich noch, da war es GameTube gewesen. Nee, jedes Mal, wenn da immer ein neues Video rauskam, habe ich mir das Ganze angeschaut. GameTube ist großartig. Und die haben dann halt auch über so Gott und die Welt gequatscht. Ja. Haben dann ihr Game da gezockt und meine Frau dann immer so, da sind deine Freunde wieder zu Besuch. Schon traurig, oder? Statt rauszugehen und so, guckst du lieber Let's Plays und guckst YouTube-Videos. Vielleicht gehst du dann noch zum Kumpel und guckst zusammen mit deinem Kumpel YouTube-Videos. Das ist natürlich auch eine coole Sache. Rathaus Spandau. Wir kommen am Ende unserer Folge an. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da. Ausstieg. Wisst ja, wie es ja mittlerweile so funktioniert und so. Ich finde es aber doof, dass ich das halt jedes Mal mal ansagen muss. Oh. Zug nach Rathaus Spandau. Einsteigen bitte. Nein. Wo war das? Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. So, ab zum Pausenplatz, jetzt wird eben gerucht.
Ja, Leute, wie gesagt, also schreibt es unten alles in die Kommentare. Das, was wir uns so ein bisschen heute unterhalten haben. Wie gesagt, falls ihr noch irgendwelche Ideen habt, ja, unten rein damit. Und sonst, ja, würde ich erstmal sagen, gehen wir mal wieder an die Oberfläche in den nächsten Folgen und schauen uns mal wieder so ein bisschen Bus an, Straßenbahn, vielleicht auch mal S-Bahn. S-Bahn wäre auch mal eine coole Sache. Habe ich nämlich auch noch was hier, was ich nämlich auch noch ganz gerne bei mir auf dem Kanal haben möchte. Muss ich mal gucken, ob ich es schaffe. Ja, wäre eine coole Sache. Und ich freue mich diesbezüglich halt schon auf dieses Add-on für den Train Simulator von Dovetail Games. Also, ja, vielleicht habt ihr jetzt schon eine Ahnung, was es eventuell sein könnte, was mir noch so im Kopf vorschwebt. Und gucken wir mal. Es war immer so ein bisschen tricky mit der Steuerung. Naja. Meine Ideen hier immer. Rin-tin-tin. So, ich würde einfach sagen, sie haben ihren Zug im Kehrbahnhof abgestellt. Die Simulation endet hier. Und damit endet auch die Folge. Ich verabschiede mich. Ciao, tschüss. Und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss.